Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem beschissenen Wetter in Sengoku Dynasty. Es regnet. Och nö. Wer bist du eigentlich? Bandit? Was machst du in meinem Dorf? Warum bist du ein Bandit? All das und noch viel mehr in dieser Folge und damit let's go. So, ich quatsch mal mit ihm. Guten Tag, Kojiro. Ist das ein Galgen hinter dir? Ja, natürlich. Bist du gekommen, um den Toten zu ehren? Ich bin nicht sicher, wer wurde hier gehängt. Oh, du bist wohl ein Besucher von weit her. Willkommen. Das hier ist der Ort, an dem der berühmte Enjiro auf Befehl des verfluchten Shibayama, seinen letzten Atemzug getan hat. Wofür war Enjiro berühmt? Er war der mutigste Mann in ganz Japan. Aha. Er war es, der den Anstoß zu einem Iki, einem Bündnis, das gegen Shibayama aufbegehrt und diese Provinz in seinem Joch befreit. Es ist zu früh heute, um so komplizierte japanische Namen auszusprechen. Aber ich versuch's, ich bin dabei, ich krieg mich nicht unter. Wer ist Shibayama? Shibayama, ich muss das üben. Er war ein Shogudai. Er verwaltete diese Ländereien für den Fürsten. Doch dann brach der Krieg zwischen den Clans aus. Er nutzte die Unruhe aus und riss selbst die Macht an sich. Was war so schlecht an Shibayama? Nun, am Anfang unterstützten wir ihn auch noch, hofften, er würde sich als besser herausstellen als unser armseliges Beispiel eines Fürsten. Aber das war er nicht. Er besteuerte uns zu Tode. Besteuerte uns zu Tode. Okay, schön. Die Leute litten Hunger und wurden krank. Wir wussten, dass etwas getan werden musste oder wir würden alle sterben. Wie lief der Aufstand ab? Der mutige Enjiro forderte uns dazu auf, uns einem Iki zu vereinen. Und wir marschierten zu Shogudonos Anwesen, um eine Erlassung unserer Schulden einzufordern. Aber der elende Shibayama Dono wurde nur rot im Gesicht und Rauch kam ihm aus den Ohren. Er schickte Samurai, um uns zu zerstreuen. Wir kämpften tapfer, aber am Ende wurden wir überwältigt. War der Iki erfolgreich? Zunächst nicht. Der tugendhafte Enjiro wurde gehängt und Sosogi bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Der durchtriebene Shibayama hoffte, damit würde alles enden, aber es machte uns nur wütender. Nur kurze Zeit später schickte der doppelzüngige Shibayama seine Truppen aus, um einen Clankrieg zu führen. Wir nutzten diese Gelegenheit, tanzten wir auf seiner blutigen Leiche. Ah ja, okay. Muss mal kurz eine WhatsApp lesen. Dass ich euch das sage und nicht einfach rausschneide, ne? Aber ihr seid krass mit dabei. So. Ist Shibayama gestorben? Er beging Seppuku in seinem eigenen Haus, während es bereits in Flammen stand. Wenn du tiefer ins Tal reist, kannst du die Reste seines Hauses bewundern. Und wenn du wahre Freiheit spüren willst, komm zu unserem Lager an den Meeresklippen. Wie heißt es? Enjiro Mura. Aha, okay, natürlich. Lass uns später weiterreden, ich muss gehen. Also, stand jetzt erstmal Bandit da, jetzt heißt er Kojiro, aber er ist auf unserer Seite. Und ja. So, irgendwie habe ich das ich habe das immer noch nicht kapiert. Und ihr habt mir keine Kommentare geschrieben. Schämt euch. Weiß ich nicht, wie das geht. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr nicht wisst, ob das geht oder ob ich nicht, also Quatsch, ich weiß ja nicht, ach Mann, bin ich dumm heute. Warum macht sie nichts? Also sie macht ja schon was, aber es passiert nichts.
Ich bekomme keine neuen Stämme. Ich will mal schnell gucken, ob ob die eine hier jetzt da arbeitet oder nicht. Hey, irgendwie ist hier niemand. Kann ja aber auch nichts mehr tun. Das müssen meine Leute machen. Das wird nur mit wahrscheinlich mit dem Jahreszeitenwechsel funktionieren. Aber kriegen wir noch irgendwie neue Leute ran? Ich hätte gerne neue Leute. Ich würde gerne mein Dorf ein bisschen aufbauen. Beziehungsweise hätte ich gerne neue Arbeitskräfte und Leute, die... Und halt neue Gebäude, ne? Ja. Leute, die Jobs machen. Du bist ja schon bei mir angestellt. Akku. Ja. Da ist die andere. Hier vorne ist eine Questmark. Nasogi Schnellreisestandort. Okay, verstehe. Wer bist du? Taro. Was willst du von mir? Ich bin ein Flüchtling. Einer von der seltsamen Sorte, wie ich sehe. Was meinst du damit? Na, viele schaffen es jedenfalls nicht übers Meer. Wir haben es auch nur gerade so geschafft. Das Schiff ist untergegangen. Wir brauchen einen Ort, an dem wir bleiben können. Die Leute hier sind fremdgegenüber und misstrauisch. Ihr könnt ja die Pest haben, das ganze Essen verbrauchen oder euch einfach überall einlisten. Wenn ihr hier bleiben wollt, wird das nicht einfach. Aber welche andere Wahl, als es zu versuchen, hat ein armer Flüchtling wie du schon. Stimmt's? Verlass dich nur nicht zu sehr auf mich dabei. Hier was zu essen. Jetzt verschwinde. Hat er mir was gegeben? Hier vorne ist noch eine Questmark. Wir gehen da mal hin. Müssen wir hier vielleicht durch? Lippen. Ort der Macht erreicht. Aha. War das jetzt die Questmark? Anscheinend. Aber hier ist irgendwie noch was. Erstmal sind hier oben Eier. Krähennest. Geil. Und dann... Was ist das? Hier ist auf jeden Fall was los. Hier leuchtet was. Und hier brummt es auch. Hört ihr das? Ja, aber das war's auch schon. Aber hier gibt es sehr viele Nester. Schön. Lass mal einfach die Nester da, in der Hoffnung, dass die sich wieder füllen mit der Zeit. Ja, ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Wenn ich jetzt gerade nicht so viel zu tun habe, kann ich mir mal hier so ein bisschen was angucken. Die ganzen Orte entdecken. Jizu-Schrein entdeckt. Aha. Oh, okay, okay. Jizu. Neue Stufe auf dem Weg des Mönchs erreicht, okay. Gelbe Chrysanthene wird hier als Opfergabe benötigt. Gelbe Chrysanthene. Habe ich nicht zufällig? Nee. Ha, natürlich nicht. Es wäre auch viel zu einfach, wenn die hier irgendwo rumstehen würde, ne? Ich dachte vielleicht, deine Dorfbewohner haben die Produktion für heute abgeschlossen und ihren Tagesbedarf an Gütern verbraucht. Okay. Okay. Dachte vielleicht, dass ich hier irgendwie noch Angestrandete finde, die für mich arbeiten wollen. Aber irgendwie nicht. Achso, hier werden mir die Tiere angezeigt, die ich jagen kann. Okay, 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 okay. Ja, leider nein, leider gar nicht. Schade. Irgendwie habe ich auch doch schon mal was gelesen, wie ich neue Leute bekomme. Aber ich habe irgendwie, ich habe es wieder verplant. Schon zu lange her. Diesen Zaun mache ich hier nochmal kaputt. Kriegen wir da noch Ressourcen raus? Ja, ein bisschen was. Bambus und Stöcke. Ein Tag verbleiben bis Jahreswechsel möglich. Schnellreise. Schnellreise kann ich machen. Okay, ah, okay. Jetzt habe ich auch einen Punkt, wo ich hin schnellreisen kann. Nice. Also das ist zumindest cool, dass es nichts kostet. Nicht so wie Mad Eagle. Da kostet ja die Schnellreise unglaublich viel. Also das ist ja überhaupt nicht wirtschaftlich.
Oh, jetzt haben wir wieder Baumstämme. Warum? Habe ich getan. Aber ich freue mich, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Irgendwie funktioniert es dann doch. Aber warum und wieso? Ich habe keinen Plan. Aber schön, dass man sich nicht drum kümmern muss. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Meine Leute haben für heute genug gearbeitet. Dann müsste ja eigentlich jetzt demnächst bald die Sonne untergehen, oder? Den Galgen können wir abreißen. Mit Eisenaxt oder Besseres. Stimmt. Es steht da noch und ich lese das und ich realisiere das aber nicht. Es kommt nicht hier oben an, dass ich ja gar keine Eisenaxt habe. Lol. Was ist da hinten? Da ist ein Gefängnis. Das müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Das ist auch eine schöne kleine Bucht, ne? Um hier auszulaufen mit einem kleinen Boot. Kann ich schwimmen? Muss ich gar nicht. Okay, alles klar. Hätte ja sein können. Bandit! Oh lol! Das sind welche, die machen mir Damage. Und zwar gar nicht mal so wenig. Abgestochen. Durchsuchen. Was hat er dabei? Gebratener Fisch. Aber ich habe gar nicht mehr so viel Life. Ich hoffe, da ist kein Bogenschütze dabei. Ich versuche es jetzt nochmal. Warte mal, vielleicht kann ich mir was reinziehen. Was? Was mein Life wieder hochbringt. Natürlich nicht. Ich habe jetzt voll auf die Suppe gesetzt, aber auf jeden Fall ein Mensch. In dem Dings. Darf mich nicht erwischen. Ey, er verfolgt mich aber auch wirklich hartnäckig, ne? Nein! Wie viel habe ich von diesen scheiß Speeren? 2. Okay. Kann ich noch einen herstellen? Holzstamm und Stein. Mach die jetzt lang. Warte, ich brauche ein paar Steine. Ich brauche ein paar Holzstämme. Oh, ist mir jetzt zu dunkel. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir zu dunkel. Ich wollte jetzt darüber gehen, aber machen wir am nächsten Tag. Könnte nämlich sein, was ich vermute, dass der Typ, der da drin ist, oder die Typen, die in dem Käfig drin sind, dass die mit zu unserem Dorf kommen, wenn ich die beiden Knaller da oben töte. Was ich meine? Schön. Genau in dem Moment, wo ich werfe, weicht er aus. Zack, erwischt. Jetzt kommt er. Vorne sind noch welche. Fast gestorben wieder. Aber er hatte Geld dabei. Interessanterweise hatte er Geld dabei. Nichts mehr zu looten. Bambuskäfig mit beliebiger Axt abreißen. So. Geil. Steinaxt kaputt. Ich habe noch nichts getan. Steinaxt kaputt. Okay, Bambuskäfig haben wir abgerissen. Witzig. Flüchtling. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Warum hast du dein Zuhause verlassen? Nun, die meisten hier haben schreckliche Geschichten zu erzählen. Meines etwas anders. Ist das schon wieder eine Frau?
Meine Mutter stammt von hier. Sie verließ NASA, als sie noch ein junges Mädchen war. Sie erzählte mir, dass das hier der schönste Ort der Welt wäre. Als der Krieg begann, schloss ich mich einer Gruppe an, die sich auf den Weg hierher machte. Ich wollte diesen Ort selbst sehen. Ich hoffe, alles... Jetzt kommt mein Satz. Ich hoffe, alles wird sich für dich früher oder später zum Besseren wenden. Warum kommst du nicht und lebst bei uns? In Nata können wir neue Siedler gebrauchen. Vielen Dank für das Angebot. Du siehst ja, dass ich im Moment so gut wie nichts besitze. Ich hoffe wirklich, du kannst Platz für mich finden. Okay, wir haben einen neuen Dorfbewohner. Schön, oder? Jetzt müssen wir der nur noch ein Haus bauen. Und dann darf sie bei uns arbeiten. Was ist das? Hä? Warum hat das Tier einen Stern? Hä? Ich weiß nicht, warum das Tier einen Stern hatte. Habe ich jetzt irgendwas ganz besonderes bekommen? Nö. Etwas Fleisch. Komisch. Okay. Dynastie. Bevölkerung 2. Das kann ja schon mal nicht sein. Arbeiter 2. Einer obdachlos. Ah ja. Die kleinen Häuser haben schon 1 von 1, verstehe. Dann brauchen wir ein neues Haus. Gebäude, Wohngebäude. So, die größeren können wir noch nicht machen. Erstmal nur die kleinen. Mal ein bisschen Variation hier reinbringen, ne? So. Was brauchen wir dafür? Holzstamm. Wir brauchen Holzstämme. Oh, das sind jetzt Stockaußenwände. Seit wann machen wir denn Stockaußenwände? Material ändern? Nadelbaumbrett? Ah ja, dann ändert er alles. Okay, verstehe. Ah, okay, okay, okay. Ah, das ist, kam auch mit dem neuen Update, ne? Man kann jetzt auch aus Stöckern Häuser bauen. Natürlich, ja. Ist wahrscheinlich auch sehr viel einfacher. Muss was essen. Essen wir doch mal den gebratenen Fisch von dem Räuber. Ein Räuber. So, und hier könnte ich jetzt theoretisch auch Bretter an dem Ding herstellen, oder? Bretter. Brettlaubbaum. Okay. Stell mal 10 her. Ah, oh, hier brauchen wir aber Nadelbaumbretter. Okay. Wir müssen Nadelbaumbretter herstellen. Geht das an den Holzstämmen dran, ob das nun ein Nadelbaum oder... Ach so, hier steht's dran. Lol. Okay. Dann lass noch mal Bretter herstellen vom Nadel-Dingsbums. Dann, warte mal. Das ist doch Quatsch, dass wir jetzt, wisst ihr, was ich meine? Ist doch Quatsch, dass wir jetzt Laubbaum-Dinges machen. Machen wir alles Nadelbaum, dann haben wir wenigstens auch, dann wissen wir, was wir haben. Dann können wir nämlich alles aus Nadelbaum, Nadelbaumbrettern machen. Ich glaube, wir haben bis jetzt auch immer alles aus Nadelbaumbrettern gemacht. Weil wir haben ja bis jetzt nur diese Bäume hier geschlagen. Und das sind ja Nadelbäume. Behelfsmäßiges Dach. Ist das das wirklich, was wir sonst haben? Nee. Können wir hier nochmal Material ändern? Können wir nicht.
brauchen Gras und Baumstämme. Und Gras. Bei Baumstämmen ist wiederum egal, was für ein Material. Also was für ein Laub oder was weiß ich. Komisch. Doch jetzt hier können wir Material ändern machen. Können wir nicht. Schade. Wird nur angezeigt. Ja, verstehe. Naja, egal. Und das habe ich beim letzten Haus vermisst, dass wir das machen konnten. Was wir jetzt eben gerade... Also was wir jetzt gerade machen. Dass wir da ein Bett reinbauen. Und ein Dings. Ein Herd. Aber klar, es gab ja ein riesen Update. Okay, wir haben ein neues Haus. Das heißt, wir können bei Bevölkerung die gute Yuki... Wir haben bis jetzt nur Frauen, ne? Krass. Ich könnte beim nächsten Mal noch ausprobieren, ob wir, wenn wir eine zweite Schlafmatte in das Haus reintun, ob wir dann noch jemanden reintun können. Was ich meine? Also jemanden als, als Mitbewohner. Ach so. Wir können nur einen Holzarbeiter einstellen. Ich bin auch obdachlos, lol. Ja, okay. Also müssen wir auch ein neues Haus bauen. Ein neues Haus. Nicht ein neues Haus, sondern eine neue Arbeitsstelle. Alter, warum stehe ich heute so auf dem Schlauch? Gebäude. Produktionsstätten. Hier gibt es ja auch einen Bergbauposten. Alter, ist das riesig. Das ist ja riesig. Das, da werden wir ewig dran bauen. Ich glaube, die bleibt noch eine Weile arbeitslos. Also ich will das Ding hier hinsetzen. Das ist schon gut. Damit hier man schnell am Stein ist, sage ich mal. Ne? Ja, aber sie hat mir noch keine Dings gegeben, also keine Holzstämme gebracht. Ich muss sowieso erstmal mich um was zu essen kümmern. Was könnten wir essen? Gebratenes Fleisch. Das ist doch nett. Vielleicht könnten wir auch sowas wie eine Küche bauen. So, es gibt ja auch noch sowas wie ein Dings, Beerensammler und so, ne? Kann ich jetzt eigentlich schon in die nächste Jahreszeit? Du kannst in die nächste Jahreszeit wechseln. Jahreszeit wechseln, okay. Dann machen wir das doch mal. Dynastielegende 4. Drei Erwachsene, einer arbeitslos, einer obdachlos, drei Arbeiter. Ja. Bevölkerung 3. Okay. Dann gehen wir mal in die nächste Jahreszeit. Gucken uns an, wie das aussieht. Oh ja. Oh ja, bitte. Schön die Brücke aufbauen. Toll. Freigeschaltet Kochtopf, freigeschaltet Küche. Deine Dorfbewohner haben die Produktion für heute abgeschlossen. Okay. Herbst. Sieht aber auch wirklich, wirklich schön aus. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Da können wir auf jeden Fall wieder weiterbauen. Ich baue das erstmal hier fertig, bevor ich mir die Brücke angucke. Bretter. Dann machen wir gleich doch mal Bretter. Ey, wie oft mein Holzhammer kaputt geht. Mein Holzstamm, sag ich, wollte ich schon sagen. Einen Holzstamm brauche ich dafür, ja. So, nur noch Steine und dann haben wir das Ding fertig. Hier Verdorbenes. Aha, okay. Ist anscheinend irgendwas vergammelt hier bei uns. Okay, okay, okay. Was müssen wir hier machen? Hier brauchen wir Eisenerz für. Um das fertigzustellen. Das ist schlecht. Das haben wir nicht. Also hier hinten soll ich ja jetzt noch ein Bett bauen.
Aber kann hier jemand schlafen? Und das hier kann ich noch nicht. Da habe ich noch kein. Ich habe noch kein Eisenerz. Das ist natürlich die nächste Frage. Wo gibt es denn Eisenerz? Aber kann ich da jetzt meine eine. Kann ich die da jetzt. Oh, die sind aber alle auch doof drauf, sag ich mal. Ne? Warum? Jetzt habe ich zwei Arbeitslose. Lol. Und das hier kann ich noch nicht benutzen, weil ich brauche dafür Eisenerz. Oh nein. Nein, nein, nein. Aber ich würde sagen, Eisenerz suchen wir in der nächsten Folge von Sengoku Dynasty. War wieder sehr erfolgreich. Ich habe mich mit Banditen geprügelt. Ich habe eine neue in mein Dorf eingeladen. Ich habe ein neues Haus für sie gebaut. Ich habe eine neue Produktionsstätte gebaut. Noch nicht ganz fertig. Ich brauche jetzt Eisenerz. Aber hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und vielleicht auch einen Kommentar. Es füttert den Algorithmus. Jetzt kommt das schlechte Wetter wieder. Toll. Macht's gut und bis dann. Ciao.